Gymnastik im Klassenzimmer. Für die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Mindelheim ist das inzwischen völlig normal. Seit den Herbstferien stehen die Übungen zweimal am Tag auf dem Programm. Moving heißt die Kurzgymnastik, die aus dem Tai Chi abgeleitet wurde. Die Übungen in den Unterrichtsalltag zu integrieren, war seine Idee. Karl Geller unterrichtet neben Mathe und Englisch auch Sport an der Mindelheimer Berufsschule. Die Idee für das Gymnastikprogramm hat er von einem Lehrgang mitgebracht. Die Schulleitung war von dem Konzept gleich begeistert. Gründe dafür gibt es genug. Ich bin für 900 Schüler als Fachbetreuer zuständig und ich sehe viele dieser Schüler auch in meinem Sportunterricht. Zum Zweiten haben wir natürlich immer wieder Rückmeldungen, dass die Schüler Schwierigkeiten haben mit ihrem Rücken. Ich war selber auf einem Rückenschullehrgang, wo wir noch theoretische Hintergründe erfahren haben. Und auch die Firmen haben ein Problem. Sie suchen ganz, ganz dringend Leute, die in ihrem Bereich tätig sind, gut ausgebildete Fachleute, die aber dann wegen Rückenschmerzen ausfallen. Dem Problem will die Berufsschule mit ihrem Gymnastikprogramm begegnen und den Schülern dabei auch die theoretischen Hintergründe vermitteln. Das Training hilft nicht nur dem Rücken, es steigert auch die Konzentrationsfähigkeit während der Unterrichtsstunden. Und der Schulalltag wird dadurch etwas aufgelockert. Immer nach der 4. und nach der 9. Stunde nehmen sich Schüler und Lehrer 3 Minuten Zeit für das Moving. Das kommt bei den Schülern gut an. Ja, schon spannend, dass man mal wieder aufsteht und sich bewegt, dass man wieder weiter denken kann. Ist schon vorteilhaft. Im Berufsalltag hat man natürlich kein Klassenzimmer. Sportlehrer Dirk Hoffmann bringt daher den angehenden Berufskraftfahrern bei, wie sie hinter dem Steuer fit bleiben. Er hat das Thema in seinen Sportunterricht aufgenommen und zeigt den Schülern in der Turnhalle hilfreiche Übungen. Mit diesen soll die Muskulatur des Körpers gefördert werden. Die Übungen an sich sind dafür gedacht, um ein Muskelkorsett aufzubauen. Also wir spezialisieren uns nicht auf besondere Regionen, sondern wollen die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur, Schulter, Halswirbelsäule im Prinzip auch ein Rundum-Paket bieten, weil das letzten Endes dafür verantwortlich ist, um Fehlhaltungen auszugleichen, Dysbalancen auszugleichen. Deshalb legen wir Wert auf eher klassische Sachen. Nach der Trockenübung in der Turnhalle geht es dann in die LKW-Halle. Hier üben die Schüler, wie sie das Training in den Arbeitsalltag integrieren können. Eine neben dem LKW auf den Boden gelegte Matte reicht schon, um dem Rücken etwas Gutes zu tun. Welche Probleme die Arbeit des Brummifahrers dem Körper macht, Dirk Hoffmann weiß es genau. Es werden ja bei uns auch Befundbögen ausgefüllt von den Schülern, wo wir Rückmeldungen erhalten, dass einfach Fehlbelastungen da sind, Zwangshaltung des Kopfes durch das Fahren. Es ist ja im Verhältnis 70-80% sitzende Tätigkeit, 20-30% stehen. Dazu kommen schwere Lasten zu tragen und zu heben. Das ist einfach schon die ganze Problematik, die das Ganze auslöst und zum Rollen bringt. Selbst im engen Fahrerhaus sind Übungen machbar, zumindest wenn der Brummi über eine Liege verfügt. Aber auch wenn keine Liege da ist, kann man doch einige Übungen machen. Direkt hinter dem Lenkrad kann man die Muskeln entspannen. Man muss nur wissen, wie es geht. Und genau das lernen die Berufsschüler in Mindelheim. So können sie einer hoffentlich schmerzfreien Zukunft am Steuer entgegenblicken.